Ja, hallo, willkommen, meine Freunde des Schreckens. So, jetzt geht's weiter mit Obscure. Aber bevor ich weiterlatsche, werde ich die persönlichen Fähigkeiten der Leute mal vorlesen. Nur, wo war das jetzt? Ah. Zeugnis. Name Carter, Vorname George. Geburtsdatum 29. November 1985. Klassenlehrer Herr Walden. Ein erfolgreiches Halbjahr. George ist lebhaft, einfallsreich und wissbegierig, manchmal etwas zu sehr. Wurde beim Durchsuchen des Büros von Professor Colligan ertappt. Rückgefährig, um einen Raum zu untersuchen. Weiterbildungsempfehlung: journalische Begabung. Josh ist beim Nachforschen äußerst begabt und bekannt dafür, Informationen aufzuspüren, die sich für ihn als hilfreich erweisen könnten. So. Name Matthews, Vorname Shannon, Geburtsdatum 23. August 1986, Klassenlehrer Herr Warden. Ausgezeichnete Schülerin, gut gemacht. Die sogenannte Beratung von Freunden bei Klassenarbeiten wird künftig jedoch nicht mehr toleriert. Drücke Viereck, um Hinweise zu geben. Weiterbildungsempfehlung: medizinische Begabung. Shannon ist mit Sicherheit dazu bestimmt, Ärztin zu werden. Ihre Heilererfolge sind unerreicht. Genesungsrate von plus 25%. Hört sich gut an. Name Thompson, Vorname Ashley, Geburtsdatum 17. Januar 1985. Klassenlehrer Herr Warden. Dieses Halbjahr waren Fortschritte zu verzeichnen. Es liegt jedoch noch ein langer Weg vor ihr. Ashley täte gut, deren weniger vorwitzig zu sein und sich stattdessen auf Sachdienstliches zu konzentrieren. Drücke die Anvisiertaste Viereck, um eine Spezialattacke durchzuführen. Weiterbildungsempfehlung: Begabung im Bereich Selbstverteidigung. Ashley hat bei der von schulorganisierten Einführung in den Umgang mit Verteidigungswaffen wahrlich geglänzt. Ja, Lesfähigkeiten, naja, Hinweise haben wir nichts. Karte, wir sind im Verwaltungsgebäude. Oh, dann fragen wir mal. Dann nehme ich mal Schönen mit. Los geht's. Du hast deinen Teamkameraden ausgewählt. Drücke X. Mit den Richtungstasten kannst du deinen Teamkameraden jederzeit Anweisungen geben. Mit der Richtungstaste forderst du deinen Teamkameraden auf, dir zu folgen. Mit der Richtungstaste links forderst du deinen Teamkameraden auf, an Ort und Stelle zu bleiben. Mit der Richtungstaste oben bittest du deinen Teamkameraden, dir zu helfen. Mit der Richtungstaste unten gibst du deinem Teamkameraden eine andere Waffe. Ich glaube, wir müssen das Schloss knacken. Okay, ich gehe mit dir. Was ist los? Aber ich werde gleich eins vornherein sagen, ich werde garantiert nur mit Josh und Stan dann rumlatschen. Gut, ich habe das Schloss geknackt. Weil Josh kann die Räume durchsuchen und Stan knackt die Schlösser um einiges schneller als der Rest. Deswegen werde ich Stan und Josh dann weiterhin nutzen. Abgeschlossen! Haben wir hier noch was? Ich bin ganz sicher, hier ist noch was. Ja, hier ist noch was. So, stimmungsvolle Musik. Das hört sich so einladend an.
So, drücke Select. Verwaltungsgebäude, Erdgeschoss. Ja. Hier gibt's nichts mehr zu holen. Gibt nichts mehr. Sieh mal einer an. Eine Anzeige gegen Drogenmissbrauch. Just say no. Die Schule ist verschlossen. Ich komme nicht hinaus. Was ist hier? Dort werden die allgemeinen Informationen über die Schule aufgeführt. Ja, cool. Bla bla bla. Ein Automat. Kapuma! Ein Getränkespender. Oh. Ein kaputter Getränkespender. Das ist sogenanntes Trinkwasser. Nein! Unsere Schule wird diese Nichtsnutze von Tigers beim Basketballspiel am Samstag in Grund und Boden spielen. Zuversichtlich. Der Basketballspielplan. Nee, kann ich nichts drauf erkennen. Hier gibt's nichts mehr für uns. Die Tür ist abgeschlossen. Abgeschlossen. Offen. Ja, ein Stuhl. Das ist Klebeband. Hier gibt's nichts mehr für uns. Cool. Denn, Moment. Da hängt noch Notiz. Wand. Dingens. Rutsch mal. Das geht mich nichts an. Ja. Aber in fremden Büros rumschnüffeln, das geht dich was an. Josh, du bist es. Du bist es, Junge. Ich geh bei den Boys. Shannon, du musst draußen bleiben. Ist das ein Gestank? Ich weiß, dass hier noch was sein muss. Ziehen wir uns mal um. Ein Energy Drink, oh, raus hier. Die grüne Seuche. Du musst auch mal wieder geputzt werden. Ja, so wie ich bin, ich muss halt bei die Girls rein. Ein Luftzug. Aber woher kommt dieser Luftzug? Dieser Luftzug kommt von da oben. Keine Ahnung, wer diese Poster aufgehängt hat. Aber der Typ glaubt ernstlich, dass wir von Außerirdischen angegriffen werden. Noch so ein Verrückter. Hier gibt's nichts mehr für uns. Dinge. Spiegel? Nein. Dann gehen wir wieder. So, wir müssen nach oben. Wir sind hier lang. Eine Anzeige für das Schönheitscenter. Ashley. Steht da noch was Interessantes? Nein. Nein. Die Sharks, unser geniales Basketballteam. Wow. Es ist eine Tür mit Fenster. Kaputt machen! Ich lass mich doch nicht aussperren. Hier ist noch was zu erledigen. Na dünne. Ach, na zieh mal an. Unser Klassenzimmer. Hier ist nix. Hier ist nix. Nur Stühle, nur Bänke. Papier? Papier? Papier. Sehen wir uns mal um. Ah, was Interessantes. Bei den Renovierungsarbeiten ist ein Schraubendreher in diesem Raum verloren gegangen. Bitte danach suchen. Vielen Dank, Mr. Garrison. Ein Teil der gestrigen Vorstellung. Ein Stuhl, den ich mitnehme. Du kommst mit.
Ist das nicht Herr Waldens Tasche? Nein. Oh, dann schieben wir das Ding mal hier rum. Und was sich darunter verbirgt, ist ein Schraubenzieher. Schraubendreher, Entschuldigung. Ihr mit eurer Exquisitheit. Hier gibt's nichts mehr für uns. Eine Karte von Spanien. Gut, dann gehen wir wieder. Ich hab das Fenster nicht zerstört. Ich gehe einfach wieder. Was zum Teufel ist bloß los hier? Ich will's gar nicht wissen. Ja, hier hört sich der Rumpel ganz schön. Mö, Rumpel. Alter! Das ist bestimmt der dicke Nachbar. So wie sich das anhört, ist das. Die Tür ist abgeschlossen. Ist das der dicke Nachbar von nebenan? Das sind Aktien. Aktennoten. Notizen mit Verwaltungsinformationen. Interessant, interessant. Da schreit jemand. Diese Tür muss von innen verschlossen sein. Die Tür ist abgeschlossen. Was ist das? Unsere Schule wird diese Nichtsnütze von Tigers Basketballteam in den Boden spielen. Call me! Oh, ruf mich an. Nein. Das werde ich nicht tun. Alter! Verschlossen, die Tür scheint verrostet zu sein. Ich will es gar nicht wissen. Farbeimer, Zement, Sachen zum Renovieren. Nichts Interessantes. Na, renoviert. Ihr müsstet hier mal dringend renovieren. Ich will. Nee, ich will es gar nicht wissen. Sehen wir uns mal um. Ja, umsehen. Ach ja. Auf zu dem Luftzug. The Girls! 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 Noch passiert hier nichts so. Aber woher kommt dieser Luftzug? Ja, von dem Lüftungsschacht. Noch passiert hier nicht so viel. So sonderlich viel. Schraubendreher. Hier ist es total dunkel. Vergiss es. Also Josh, ey. Reiß dich doch ein bisschen nach ihm. Ein Energy Drink. Hier gibt's nichts mehr für uns. Oh, schade. Rutsch! So, wo kommen wir denn hier raus? Ach, das Lehrerbüro. Ihr habt eine eigene Dusche? Wie wunderschön! Einfach ist da der Schlüssel, wahrscheinlich für die eine alte Tür. Ja, könnte sein. Kaffee! Irgendwo muss eine alte Tür sein, zu der dieser rostige Schlüssel passt. Ja, die rostige Tür habe ich schon gefunden gehabt. Nutze das, ich habe keinen Hunger. Dann lässt du es einfach liegen und lässt es vergammeln, genau. Hinweis des Gesundheitsinstituts. Achtung, der freie Verkauf von Energy Drinks beschleunigt den Austausch von Nervenimpulsen zwischen Gehirn und Muskeln und führt zu einem Anstieg der geistigen Leistungsfähigkeit. Vorsicht! Der Genuss von Energy Drinks führt bei den meisten Konsumenten zur Sucht. Bei anfälligen Personen erzeugt dieses Produkt schwere Kopf- und Darmschmerzen. Aus diesem Grund wird Folgendes angeordnet. Vom heutigen Tag an ist der Verkauf und der Genuss, Genuss von Energy Drinks an allen schulischen Einrichtungen verboten. Jeder Verstoß wird durch die geltenden Gesetze geahndet. Und zwar auf dieselbe Weise wie bei Rauschgift.
Händler. Oh mein Gott, ich hab Energy Drinks. Ja, das haben wir gerade. Sogar die Lehrer haben ein Recht auf etwas Privatsphäre. Ja. So. Gehen wir mal hier hoch. Ein Desk, damit kannst du speichern, wann du willst. Ein Lehrer hat sein Notizbuch vergessen. Oh, Kenny. Einsen und Dreien. Nein, nur Einsen. So schlecht ist doch der gar nicht. Ah, Ashley. Eins. Ja. Ah, nein, Kenny hat nur drei. Scheiße. Ashley hat drei Zweien und eine Eins. Wo haben wir unsere Shannon? Drei Eins und eine Zwei. Oh. Wo haben wir denn unseren Josh? Vier Drei. Naja. Ist doch was Gutes. Wo haben wir hier unseren Kollegen? Stan. Eine 5 und 2 Sechsten. Ja. Stans Noten sind echt übel. Ja, das sind sie. Dieser Typ, fast so wie unser Rektor. Nur jünger. Aber warum zwei Fotos? Ist er größenwahnsinnig oder was? Ich war's nicht. Na, mal gucken. Ich hoffe für Sie, dass Ihre Mahlzeiten besser sind als im Speisesaal. Ja, sagt er so gerade? Ja, gut. Nö. Was ist das? Das funktioniert nicht. Komisch. Vielleicht finden wir die Fragen für unsere nächste Klassenarbeit. Du willst ja nicht etwa schummeln. Und ich dachte, du bist ein vernünftiger Junge. Schlüssel zum Lehrerzimmer. Ich bin alles Klaus Schwein. Ich will das doch gar nicht. Hier lagern die Lehrer die Gegenstände, die... Psst, mach doch nicht so viel Lärm. Das bin ich. Hier lagern die Lehrer die Gegenstände, die sie den Schülern abgenommen haben. Oh. Ein schönes Schülerarchiv haben die hier. Ausgestellt von Kabinett McSchmindo. Schmind, Entschuldigung. Offizielle Bescheinigung über Werksabnahme. Projektnummer 503. Öffentliches Gebäude. Privat High School. Geldgeber. Mr. Leonard Friedman und Mr. Herbert Friedman. Generalunternehmer McSchmind. Associates Architekt Richard McSchmind. Datum der Werksabnahme Oktober 1899, verdammt. Datum der Arbeitsaufnahme Januar 1902. Beschreibung der Arbeiten. Funktion High School. Gebäudegruppe mit den folgenden Bestandteilen: Ein Hauptgebäude mit Klassenzimmern und Verwaltungsräumen. Eine Bibliothek, eine Sporthalle, ein Schülerwohnheim, ein doppelter Speisesaal, ein Theater, eine Krankenstation und verschiedene Werkräume. Das ist ja informationsreich. Was ist hier hinten? Nein? Nichts? Dann machen wir das mal so. Eine Tür. Mir fehlt ein Rad.
Hier gibt's nichts mehr für uns. Das wir später noch finden werden. Abgeschlossen. Cool. Wie gesagt, hier passiert noch nicht viel. Aber das wird sich bald ändern. Leider. In dieser Schule gibt es zu viele schwarze Bretter. Souvenirs sind an dieser Schule wohl sehr beliebt. Was ist das? Nichts. Ich habe die Tür aufgeschlossen. Oh, ich bin so gut. Wow. Jetzt sind wir wieder hier. Da haben wir ja viel geschafft. So, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, gebt ein Like, Kommentar oder abonniert mich. Und dann sehen wir uns dann beim nächsten Part wieder. Bei Obscure. Tschüss.